Links und Anmerkungen in YouTube-Videos. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin moderiere MAG und Sie schauen websitemarketing.ch. Ich werde immer wieder gefragt, wie man diese Links in die YouTube-Videos reinbringt. Das heißt, ich kann in einem Video einen Link platzieren, auf einem Text beispielsweise, der dann auf andere Videos oder auf meinen Kanal linkt. Wie man das macht, eigentlich ziemlich einfach. Da bietet YouTube dieses Tool eben für die Anmerkungen und Links und das schauen wir uns gleich an einem Beispiel an. Ich bin hier auf meiner Übersicht, an meinem Videomanager und nehme jetzt beispielsweise hier diesen Video, klicke mal drauf, komme dann auf den Video selber drauf und kann hier oben Anmerkungen auswählen. Komme jetzt hier rein, hier läuft dann der Video gleich los, ich stoppe das hier mal und sage jetzt, ich möchte irgendwo hier hinten, ich gehe da mal irgendwo hin, so, möchte ich jetzt eine Videoanmerkung platzieren. Stoppe den Video wieder und dann habe ich hier oben diese Möglichkeit, Anmerkungen hinzufügen, verschiedene Sachen, die ich hier auswählen kann, Sprechblase, Notizen, Titel, Spotlight, Label oder sogar eine Pausierung. Ich nehme hier immer diese Notizen, dann erscheint mir hier dieses Feld. In dem Feld kann ich hier dann was reinschreiben. Ist natürlich klar, dass die Größe noch ein bisschen entscheidend ist. Ich kann hier die Größe dann ändern beispielsweise, gehe hier auf 11, ziehe hier das Fenster ein bisschen zusammen, kann dann auch Farben auswählen, kann sagen, ich schreibe das Ganze in Weiß und mache hier irgendwo einen blauen Hintergrund, schaut dann so aus. Ich kann dann hier angeben, von wo bis wo das Ganze angezeigt werden soll. Ich ziehe das meistens hier unten auf, dann sehe ich hier die Größe, die Länge. Über die Zeit bleibt es hier eingeblendet, stelle das hier ein bisschen an den Rand. Hier muss man aufpassen, dass man nicht zu hoch ist, weil Videos, die eingebettet sind, bei denen erscheint dann hier oben diese Weiterempfehlungsmöglichkeiten, das heißt, sie werden dann überdeckt. Darum mache ich hier meine Anmerkung, wie auch hier ein bisschen von der oberen Kante nach unten. Und dann geht es hier eben zu dem Link, das ist dieses Feld hier unten. Da kann ich jetzt sagen, dass ich auf ein Video beispielsweise linke, das ist eine Möglichkeit. Ich kann hier sagen, dass ich eine Playlist linke auf meinem Kanal auf abonnieren. Das heißt, man kann hier direkt dann aus meinem Video raus meinen Channel abonnieren. Oder Spendenprojekt, das habe ich noch nie gemacht. Dann brauche ich hier diese beiden URLs. Wenn ich hier irgendeine Spendenaktion auf den beiden URLs habe, kann ich das machen. Ich gehe jetzt aber hier auf Video, gehe dann nochmal kurz auf meinen Manager drauf, sage dann, okay, ich will hier dieses Video anlinken, gehe hier auf das Video drauf, stoppe das auch kurz, gehe dann hier unten rein, nehme hier diesen URL, kopiere den hier rein. So, jetzt sagt mir dann auch YouTube hier Vorschau-Link, damit ich sehen kann, ob das wirklich passt. Läuft ab, ist also das richtige Video. Der passt also, ist hier drin. Ich mache dann meistens im neuen Fenster öffnen. Das heißt, der andere Video, der bleibt dann noch offen, läuft entsprechend weiter. Dann mache ich hier speichern und veröffentlichen. So bringe ich also diese Anmerkungen hier in meine Videos rein. Relativ einfach also, sehr effizient. Ich würde mal sagen, 15-20% meiner Views kommen über diese Anmerkungen. Das heißt, jemand schaut ein Video von mir. Ich linke natürlich auf den nächsten Video, der zum selben Thema ist, das ist ganz wichtig, weiter aus diesem Video raus. Die Leute klicken eben sehr oft da drauf und schauen sich dann die nächsten Videos an. So kann ich ein Video, der sehr gut läuft, nachher nutzen, um andere Videos anzuschieben und denen Views zu geben, wenn es natürlich zum selben Thema ist und für den Viewer, für den Besucher meiner Videos, wenn das für den Sinn macht. Das also, wie es funktioniert. Würde mich interessieren, ob ihr das auch nutzt. Kommentare oder Fragen, wie immer, gerne hier. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INE Marketing und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.